Hallo und willkommen zurück. Wir müssen zu Veronica. Ich glaube, das ist Old Villador, ne? War, glaube ich, hier oben. Genau. Schnellreise. Ja. U-Bahn der Heiligen Dreifaltigkeit. Alles klar. Was Wichtiges noch hier? Nö. Erstmal. Wo ist er denn, der komische Punkt? Oh, außerhalb der Karte. Ich sage ja, ich hoffe, ich kann noch weiterspielen nach der Mission. Wegpunkt entfernen. Da geht er nämlich so ein bisschen auf den Sack, der Wegpunkt. Guten. Ah, hier haben wir schon wieder einen Händler. Ein ehemaliger Nightrunner? Wäre mir im Leben nicht eingefallen. Haben wir hier nicht da? Da drin ist ein Händler. Stimmt. Hallo. Was haben Sie zu verkaufen? Oh. Hammer. Seltene Axt. Kostet nur 2000. Bumpidum. Erstmal gleich shoppen gehen, ne? Okay. Ausrüstung. Ah, dann hast du gar keine. Verkaufen. Kann ich irgendwas verkaufen? Ja, hier. Ja, erstmal ein bisschen shoppen gehen. Du kannst weg. Hui. Jo. Einhändige Axt. Das Katana sollten wir erstmal aufbrauchen. Gut. Sonst noch irgendwas? Du kommst auf jeden Fall weg. Du bist eine Option. Ja, du kommst weg. Gut. Sehr schön. Captain Kalle. Damals habe ich mir weniger Sorgen gemacht. Einer redet die ganze Zeit von dir. Dir ist nichts mehr los. Okay. Hallo. Hast du Waren für mich? Auch keine Waren für mich. Du hast Ausrüstung. Wie? Haben will. Definitiv. So, einmal ausrüsten. Ich. Dann würde ich mal sagen. Ich setze mal damit. Jetzt nur 81. Den kannst du weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Okay. Du kannst drehen. Dann verkaufen wir. Also, wir wollten dich verkaufen. Dich verkaufen. Du machst kaum Schaden. Ja, wir müssen. Wenn denn schon ordentlich Schaden mittlerweile austeilen. Aber du hast 21%. Gut. Kaufen. Nur noch Minen mit. Nee.
Okay. Gut, jetzt suchen wir die gute Dame, durchsuchen wir jetzt erstmal. Da ist irgendwas, eine Flasche. Okay, hier oben kann ich schlafen. Ich kann ja nicht springen hier, stimmt. Ich kann ja hier nicht springen. Offen? Was ist denn hier? Nix. Hier habe ich ja die Leute ja befreit. Dummes Bett. Ich dachte, da kann ich schon hochklettern. Den Bazar durchsuchen. Ich würde mal sagen, hier rein, wa? Hallo, Barney. Was führt dich her, Kumpel? Erstmal, wie läuft's? Wie ist das Leben so? Besser. Jetzt, wo die Picards uns endlich in Ruhe lassen. Ich denke sogar drüber nach, ein Geschäft zu eröffnen. Ich kenne mich ein bisschen mit Waffen aus. Ich könnte sie selbst herstellen und verkaufen. Hört sich gut an. Wie geht's, Sophie? Und wie läuft's bei Sophie? Oh ja, großartige Neuigkeiten. Sie ist jetzt die Oberchefin. Das glaube ich. Nach allem, was passiert ist, verstehen die Leute nun endlich, dass wir eine richtige Führung brauchen. Ich würde sagen, die Dinge sind nun so, wie sie schon immer sein sollten. Naja, schön für Sie. Und für alle in Old Willidor. Gut, hast du reingesehen? Ich suche nach Dr. Veronica Ryan. Da bist du nicht der Einzige, Mann. Was meinst du? Die gute Frau Doktor steckt in Schwierigkeiten. Und zwar in recht seltsamen. In Old Willidor ist nämlich eine Gruppe von Abtrünnigen aufgetaucht. Zuerst haben wir uns auf einen weiteren Kampf eingestellt. Sie griffen den Bazar aber gar nicht an. Sie fragten nur nach Dr. Ryan. Natürlich haben wir ihnen nicht erzählt, wo sie ist. Und wo ist Veronica? Mir kannst du das doch sagen, oder? In einem Versteck. Vincenzo und ein paar unserer Leute schützen sie dort. Je weniger Leute aber von diesem Ort wissen, desto sicherer ist sie. Sag mir wo, Barney. Falls die Abtrünnigen Veronica jagen, werden ein paar Leute nicht ausreichen. Du kannst einfach keinen Kampf aus dem Weg gehen, was? Das Gebäude ist im Norden von Quarry End. Courtesan Row Street. Das hast du aber nicht von mir, ja? Jo. Und du? Warum bist du hier und nicht bei Vincenzo und den anderen? Das wollte ich ja. Sophie hat's mir aber ausgeredet. Ich glaube, sie wollte denen wohl einfach meine Launen nicht zumuten. Was für scheiß Launen denn? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ja, die kennen wir. Alles klar, dankeschön. Danke für die Info. Ich gehe los und helfe ihnen. Und da heißt es, ich sei derjenige, der mal auf einen Kampf aus ist. Auf jeden Fall, viel Glück, Mann. Alles klar. Dum-dum-dum. Na denn, mach auf den Laden. Ah, die drei Zombies, die hier sind. Dahin. Dum-dum-dum. Siehst du Ausrüstung? Maske. Ausdauergeneration ist schon, gut. Haben wir nichts? Was, hat man noch irgendwas? Hey, du bist Böll. Das hatten wir ja auch nichts. Okay. Schön, dich zu sehen. Hallo. Bidum, bidum. Hui. Haben wir euch hier schon geplündert? Nö. Haben wir? Ja, haben wir. Na komm.
Ja, komm. Ich hol mal noch ein paar Erfahrungspunkte. Den Dicken. Ja, komm. Ja, komm mal hier. Katana ist echt schon geil. Na komm. Komm schon. Na komm. Das machen wir im kurzen Prozess mit den Leuten. Oh, die Sense? Kann ich jetzt endlich? Danke. Na? Dahin. Mach auf den Laden. Jetzt. Das ist. Ja, komm. Ja, komm hoch. Ja. Hinterhältiger. Meine Fresse. Gut. Auch wieder Dietrich schwer. Na komm. Das kann doch nicht sein jetzt. Geht doch. Und auf das Ding. Was haben wir hier? Aha. Okay. Die sind alle leer? Ah, Teile. Sehr gut. Pin. Leer. Gib mir Teile. Irgendjemand, den man anschmeißen kann damit. Komm. Okay. Naja, siehst du, geht doch.
haben wir wenigstens wieder ein paar Teile. Zum Glück skaliert der Mist hier mit. Noch irgendwas? Ja. Noch was? Nö. Scheint haben wir jetzt alles hier. Unbekannter Ort. Ja, verlassener Laden. Komme ich nur nachts rein. Gut. Ach, Regen. Das gibt mir so ein bisschen die Sicht. Ja, komm hoch. Ich glaube, über die Dächer sind wir ein bisschen schneller. Gut. Bidum, bidum. Ach, hier ist noch ein Laden. Hier ist noch ein Laden. So. Gib mir alles, was du hast. Geh dann auch noch. Muss Pfeile herstellen. Ausrüstung. Gut. Können wir nicht doch einfach noch ein paar... Stück. Woher hast du? Gute Nachrichten. Willador. Katana ist gar nicht schlecht. Müsste nur eins finden mit mehr Schaden. Weg. Na, Monster schnitzeln, siehst du. Dass wir es eh nicht gebacken kriegt. Ja, komm. Zum Glück sind die hier so langsam. Na komm. Eine dunkle Höhle. Ich glaube, man kann auch tags rennen, wa? Na komm hoch. Hier also drinnen. Gut, was haben wir denn hier drin jetzt? Komm. Weg. Okay. Lass mal einmal in Ruhe umgucken. Hier haben die Arschlöcher also schon angegriffen. Unter mir ist was. Her damit. Ja, abtrünnige. Abtrünnige Vollidioten. Okay. So. Komme ich hier durch? Okay. Das ist safe. Nee. Ach, safe. Sah so aus wie ein Safe. Ich
muss hier runter. Du wirst reden. Verstanden? Du wirst reden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Harte Nuss, muss man zugeben. Soll ich ein heißes Schüreisen besorgen? Nö, brauchst du nicht. Wie viel haben wir denn hier? Okay. Was ist das denn? Kann ich durchschießen? Oh Gott. War nicht so schlau, sich mit uns anzuschauen. Zeit, dich auszuschalten. Echt? Jetzt mach ich dich ab. Na komm. Ja, danke. Ich konnte keinen Hinterhalt planen, gar nichts. Schön. Finde ich super. Ja, ich hab euch Waschlappen hier oben ja schon besiegt. Inventar. Gut. Haben wir vielleicht noch irgendwas Sinnvolles? Nö. Das haben wir. Erstmal den ganzen alten Krillenbim aufbrauchen, ne? Hat das noch jemand mitbekommen? Ich muss hier raus. Ich muss ja. Dieses Spiel, ne? Er lässt mich keinen Hinterhalt machen? Er schön mit dem Pfeil besiegen können. Nein. Warum auch? Ist jetzt wieder in dem Raum drinne. Das ist hoffentlich nicht. Was haben wir denn hier? Ja, danke. Du bist ein Weichei. Bin ich gar nicht. Du kannst uns nicht besiegen. Komm mal, oder dem so. Du bist. Das war ein. Halt's Maul. Ihr ollen Nervensägen. Ja, damals scheiße. Ah, die haben Schuhe. Und eine Maske. Schuhe. Hose? Gut, so. Irgendwas hier drinne? Wäre so einfach gewesen. Was haben wir denn hier? Eine Notiz. Da ist das. Das machen wir erstmal einmal. Da ist noch Arschvoll von diesen Viechern. Gut, dann machen wir die Tür erstmal auf. Das war ja einfach. Aiden. Ja? Ja? Gott sei Dank. Wo ist Veronika? Sie konnte entkommen. Ich muss sie einfach nur finden. Weißt du, wo sie jetzt ist? Nein. Wir könnten aber versuchen, sie zu kontaktieren. Veronika? Veronika, bist du in Sicherheit? Veronika?
Scheiße. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, ich bin in Sicherheit. Und du? Ich jetzt auch. Da ist jemand, der mit dir reden muss. Dr. Ryan, ich bin Aiden. Ich weiß, dass sie von den Abtrünnigen gejagt werden. Beeil dich, Aiden. Hier werden jeden Augenblick noch mehr Abtrünnige auftauchen. Laut Frank haben sie für die GIE gearbeitet. Ich brauche Zugang zur GIE-Datenbank im Observatorium. Ich habe einen GIE-Schlüssel. Einen GIE-Zugangsschlüssel? Ja, so sagte man mir. Denken Sie, Sie könnten... Lass uns treffen. Ich werde in einem kleinen Gebäude in der Nähe des Dams sein. Beim Observatorium. Okay. Hallo? Sei vorsichtig, Aiden. Der Ort ist voller Chemikalien. Ich pass auf. Danke für die Warnung, Vincenzo. Ich danke dir. Ich bin froh, dass du aufgetaucht bist. Alles Gute, Aiden. Bis dann. Ja, dann los. Oh Gott, der ist auch schon Geschichte. Gut, das macht, dass er hier rauskommt. Kann ich hier vorne raus? Nö, hier nicht. Ich muss hier hoch. Okay. Die Wand ist schon perforiert. Ich muss da gar nicht rüber. Okay. Ah, okay, ich hätte rumlaufen können. Passe ich da durch? Nee. Schade. Obwohl, ich muss doch, bin doch da reingekommen. Ja. Alles klar. Was da hinten passiert? Sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.